Nicht nur in Klöstern weht der Geist des Franziskus von Assisi. Er gründete nach seinem ersten Orden und dem zweiten Orden der Klarissen einen dritten Orden, die franziskanische Gemeinschaft von Menschen in jeglicher Lebensform. Sie wissen, was Franziskus für Sie bedeutet. Ich denke, was ich eigentlich immer gedacht habe, was vernünftig ist, einfach zu leben und das herzuschenken an andere Menschen, wovon wir wirklich etwas Begrenztes nur haben, nämlich die eigene Zeit. Vor allen Dingen die Friedfertigkeit fasziniert mich an Franziskus. Also er hat ja gesagt, sobald man Besitz hat, muss man ihn verteidigen. Ist natürlich für uns relativ schwierig, ohne Besitz zu leben. Aber was dahinter steckt, denke ich, ist sein Herz irgendwo hinhängen. Das fasziniert mich. Also nicht sein Herz irgendwo hinhängen und das mit Gewalt verteidigen, sondern loslassen, wo es nur geht. Das fasziniert mich unheimlich an Franziskus. Ich mag an Franziskus diese fast kindliche Freude, die er hat, diese Liebe zur Natur, diese Liebe auch zu ausgegrenzten Menschen. Das fasziniert mich unwahrscheinlich. Und wir haben auch zwei Pflegekinder und habe ja dann auch schon mit so Randgruppen zu tun. Und ja, das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt auch für mich. Den Glauben im Alltag zu leben, denke ich, das ist einfach das, was so die Aufgabe für jeden Tag ist, wo ich jeden Tag dran bin und wo ich einfach auch schön finde, in Gemeinschaft sich auszutauschen, zu hören, wie es andere machen, weil es ja doch nicht ganz so einfach ist, gerade als Laie, sich da auch Zeiten frei zu halten, und das funktioniert einfach in Gemeinschaft viel besser. Neue Mitglieder werden aufgenommen. Eines Tages werden auch sie ein Versprechen ablegen. Herzlich willkommen, Christus der Herr. Ja, der Schmuck fällt schon ab, das ist ein gutes Zeichen. Der heilige Franziskus mag ihn auch ohne Schmuck. Er möchte das Schmuck des Herzens. Die franziskanische Gemeinschaft ist eine eigene Größe, etwas sehr, sehr Selbstständiges. Vielleicht das Größte, was Franziskus geschaffen hat, dass er eine Gemeinschaft von Laien, die in der Welt leben, begründet hat. Und die Erwartungen, die können an mich kommen, von den Schwestern und Brüdern, dass ich als Assistent zur Seite stehe. Und mehr möchte ich eigentlich nicht, sondern nur mit ein paar Tipps, mit ein paar Ratschlägen, mit ein paar persönlichen Erfahrungen als Kapuziner zur Seite zu stehen.